Wie man sehen kann, das ist aus unseren kleinen Babyelefanten zwei junge, kräftige Racker geworden. Wir haben die in den letzten Tagen schon mal auf der Waage gehabt und unser Ratsch, den wir hier vorne gerade bei meinen Kollegen sehen, der bringt jetzt ca. 800 Kilo auf die Waage mit seinen knapp 2 Jahren. Und sein jüngerer Halbbruder, der Santosch, hat jetzt ein Gewicht von 480 Kilo. Und jetzt wollen wir den auch nochmal messen, damit wir auch nochmal wissen, dass sie auch in die Größe gegangen sind. Zuerst der Ratsch, den werden wir mal messen. 1,64 Meter. 1,64 Meter ist unser Ratsch. Groß, bei der Geburt hat er ungefähr eine Größe von 1 Meter gehabt. Unser Santosch, der war ein bisschen kleiner, der hatte ungefähr 95 cm. Und dann werden wir mal sehen, was der Santosch denn jetzt an Größe zugelegt hat. 1,41 Meter. So, unser Santosch hat eine Größe von 1,41 Meter. Das heißt, die beiden sind gut gewachsen, haben ordentlich zugelegt. Und so kann das weitergehen. Sie sind gewappnet, gut durch den Winter gekommen. Und jetzt freuen wir uns auf den Frühling und auf den Sommer. Die wiegt jetzt 3,8 Kilo, das ist normal. Die Ergebnisse sind immer zufrieden. Und man muss immer nur am Anfang gucken, im Prinzip, ob die genug Milch bekommen. Wenn die so viele Geschwister haben, ja, sind wir zufrieden. Ne? Und Namen hat sie noch keinen. Ab dieses Jahr bieten wir quasi jeden Tag eine kommentierte Fütterung. Das heißt, wir versuchen dann, dass die Tiere hier vorkommen, wir ein bisschen was erzählen über die Tiere. Das müssen die relativ selber erstmal ein bisschen lernen, weil sie sind zwar bedingt zutraulich, bis auf Josie. Josie ist das Känguru da in der Mitte von den dreien. Die ist aus dem Grund sehr zutraulich, weil ich sie vor 6 Jahren mit der Lasche großgezogen habe. Zum Känguru ist so zwischen 1,20 Meter und 1,80 Meter groß. Also wenn er sich auf den Hinterbein stellt und sich auf seinen starken Schwanz abstützt, dann ist er auf jeden Fall so groß wie ein erwachsener Mensch. Ein männliches Tier kann bis zu 70, 80 Kilo wiegen. Aktuell wiegt er Bock 69, wir wiegen unsere Kängurus. Also zu Beginn der Hauptsaison, also eigentlich jetzt ab sofort, stellen wir unsere Kängurus um 11.30 Uhr vor und wir erzählen ein bisschen was über die Kängurus und je nachdem wie die Kängurus mitspielen, zeigen wir ein bisschen mehr, weil wie gesagt mit Josie kann man ein bisschen was zeigen, Kängurugröße, vielleicht Beutel oder solche Geschichten dann halt. Ne?